Hallo und herzlich willkommen zurück zu XCOM Enemy Within. Und ich muss sagen, ich habe mich irgendwie doch schon ein bisschen entschieden. Und ich denke, das ist ein Vorteil für das gesamte Spiel, wenn wir Else Neumann wirklich als Sturmsoldaten optimieren. Und zwar erlittener Schaden von Gegnern im Umkreis von vier Feldern um 33% reduziert. Macht schon Sinn. Deswegen machen wir das auch. Wir beraten uns mit Dr. Wahlen bezüglich der nötigen Amputation und beginnen schnellstmöglich mit der Einpflanzung der Cyberanzug-Interfaces. So, als nächstes brauchen wir unbedingt Legierungen. Und, Meld haben wir ja noch genug, das ist nicht so schlimm. Aber scannen wir erstmal. So, wir haben die Schalenrüstung fertig. Neues Forschungsprojekt. Dadurch haben wir das jetzt auch fertig, dass wir das herstellen können. Unsere Schalenrüstung wurde entworfen, um besseren Schutz vor Plasmawaffen zu bieten. Die verwendeten Alien-Legierungen ergaben in Versuchen eine erhebliche bessere Überlebenschance im Vergleich zu herkömmlichen Panzerungen. Okay, und dann werden wir als nächstes dann auch... was nehmen wir denn? Eine Kristallinautopsie. Das geht schnell. Basierend auf unseren bisherigen Beobachtungen an der Front, einschließlich einiger sehr bizarrer, traumatisierender Fälle von Geburten seiner Jungen, bezeichnen wir dieses Exemplar als Chrysalid. So. Ja, das ist auch in zwei Tagen fertig. Passt schon. Wieder in die Einsätze. Führungslift einsatzfähig. Da bauen wir auch gleich was Neues. Und zwar heben wir den hier aus. Weil hier kommt dann das nächste Kraftwerk hin. Weil die werden sich unterstützt und Dampf gibt mehr Energie. Ja. Jetzt müssen wir ein bisschen auf die Kohlen achten. Und gucken wir mal wegen den Schalenrüstungen. Dafür brauchen wir 13 Legierungen. Das heißt, wir müssen mal wieder ein UFO haben. Und ja, wir haben jetzt. Wieso haben wir ja ein Raumschiff? Weiß ich nicht, haben wir noch eins geholt? Naja, gut. Ich wollte gerade noch ein Schiff kaufen, aber dann ist das ja auch wieder egal. Sturmgenerator bereit. So. Wie bei Minecraft. Bauen. So, was könnten wir noch bauen? Ein Genlabor, aber das würde dann nicht hier hinkommen. Wir könnten hier vorübergehend noch ein Kraftwerk setzen. Oder hier wegen Verbundbonus. Oder lieber da. Ne, lieber hier. So, das bauen wir. Oder sind wir diesen Monat weitestgehend pleite. Aber wir können ja notfalls, wenn das passieren sollte, noch ein paar Leichen verkaufen. So. Dann hätten wir wieder 70 für den Fall der Fälle. Aber wir scannen mal weiter. Satellitenabdeckung verfügbar über Frankreich. Die kybernetischen Interfaces sind implantiert. Aber ohne einen Cyberanzug sind sie noch zu nichts nütze. Ich würde vorschlagen, dass wir umgehend einen herstellen. Sie werden überrascht sein, über welche enormen Fähigkeiten unser neuer Mech-Soldat in diesem Anzug verfügt. So, jetzt haben wir hier die Soldatenoptimierung abgeschlossen. Optimierung abgeschlossen, Lieutenant Else Neumann. Du kannst das hier im Mech-Verzeichnis sehen. Mechs sind mächtige gepanzerte Kampfanzüge mit
zusätzlichen taktischen Fähigkeiten. Erstens, nur Mech-Kämpfer-Soldaten, die dafür in Kybernetik dabei optimiert wurden, können im Kampf einen Mech steuern. Und zweitens, für Mechs gibt es 3 technische Entwicklungsstufen. Um einen Mech aufzurüsten, bedarf es aber vorheriger Forschung. So, jetzt könnten wir hier einen bauen. Und mit Flammenwerfer oder Modul kinetischer Schlag. Ein Mech-Arm-Upgrade, das es dem Piloten ermöglicht, Deckung und Gegner in der Nähe zu pulverisieren, verbessert außerdem die Beweglichkeit. Oder der Flammenwerfer ermöglicht dem Mech, einen kegelförmigen Bereich in Schutt und Asche zu legen. Das Feuer kann über den Zielbereich hinauswappen. Also es ist beides nicht so toll. Da warten wir erstmal. Wegen der Forschung. Unsere Cyberanzüge haben sich in der Schlacht bewährt. Je öfter wir unsere Mech-Soldaten nun einsetzen, desto mehr werden sie sich an die Anzüge gewöhnen und, wenn das Schicksal es gut mit uns meint, dazu beitragen, diesen Krieg zu gewinnen. So, wir scannen nochmal. Ins zweite Teil ist auch Ratsbericht. So, wir forschen weiter. Wir können jetzt Chitinpanzer herstellen, eine Nadelgranate und bioelektrische Haut. Leichte Rüstung aus dem Exoskelett eines Chrysaliden bietet zusätzlichen Schutz und reduziert den erlittenen Nahkampfschaden beträchtlich. Sie ist außerdem stabil genug, vor Strangulation zu schützen. Diese Variante der Splittergranate richtet den gleichen Schaden an, aber in einem viel größeren Bereich. Dafür können sie die Splittergeschosse keine Deckung durchschlagen. Daher erleiden die Einheiten hinter Deckung, von der Mitte des Wirkungsbereichs aus betrachtet, keinen Schaden. Der Soldat projiziert mit Hilfe seiner Haut ein elektrisches Feld, das Gegner in der Nähe enttarnt, aber nicht alarmierend. Er ist außerdem immun gegen Strangulation. So. Und wir sollen hier irgendwas forschen. Wir nehmen erstmal hier. Obwohl, das dauert nur 3 Tage. Obwohl, Energiezelle. Wir nehmen erstmal das. Das dauert nur 3 Tage. So, den Ratsbericht. Mal gucken, was passiert. Eingehende Übertragung. Ausgezeichnete Arbeit, Commander. Der Rat ist erfreut, dass sich unsere Unterstützung für dieses Projekt gelohnt hat. Wir hoffen, dass die derzeitigen Erfolge erst der Anfang einer dauerhaften Bemühung sind, die außerirdische Bedrohung auszuschalten. So, wir haben dieses Mal nur ein B bekommen. Und zwar haben wir 2 Ratseinsätze ausgeführt, ein UFO abgeschossen, Terroreinsatz gestoppt, eine Entführung vereitelt, 2 Satelliten gestartet, Forschungsprojekte abgeschlossen, 7 UFO gestürmt, 1, aber leider ist uns 1 entkommen. Ja, und die Panik ist natürlich hier ein bisschen hoch. Denken Sie daran, wir behalten Sie im Auge. So, jetzt haben wir natürlich ein bisschen Cash. Die neuen Techniker sind heute Morgen eingetroffen, Commander. Wir sind über jede Hilfe hier unten froh. Das wollte ich nicht. Da wollte ich hin. Da können wir uns immer noch nicht leisten, weil immer noch die Legierungen fehlen. Aber auch hier fehlen uns Legierungen. Langsam wird es mal Zeit, dass wir wirklich einen blöden Dings bekommen. Ein UFO. Weil sonst kommen wir nicht voran. So. Experimentelle Kriegsführung, Gießerei zum Bau verfügbar, Schnitterpatronen zur Herstellung fertig, Blendgranaten und Phönixkanone, das für Raumschiffe zum Beispiel. Experimentelle Ballistikforschung hat zu dieser speziellen Munition für konventionelle Waffen geführt. Sie richten erheblichen Zusatzschaden beim getroffenen Ziel an. Dafür verschlechtert die zusätzliche Einfassung an der Patrone die Zielsicherheit auf größere Reichweite. Außerdem lassen sich Patronen nicht für Pistolenkaliber anpassen. Ja, die Gießerei ist ein neues Gebäude für Gefechtsausrüstung. Die Phönixkanone eine Waffe für Flugkörper, also Raumschiffe oder so. Ja, die Blendgranate ist immun gegen Psi-Kräfte oder Elektroeinheiten. Das war's im Groben. Nehmen wir als nächstes den Alien Nuff Computer. Ich weiß Ihre Unterstützung für das Forschungsteam zu schätzen, Commander.
Die Neuzugänge sind im Labor schon bei der Arbeit. Ja, ich glaube, wir nehmen die Truppenvergrößerung. Nee, jawohl. Doch, die Truppenvergrößerung. Den Rest heben wir uns noch so ein bisschen auf. Wir haben ja noch Zeit. Und es wird mal wieder gescannt. Commander, jetzt wäre eine Gießerei hilfreich, um die neuen Waffen und die Ausrüstung noch effektiver zu machen. Ich empfehle, eher früher als später mit dem Bau zu beginnen. Was mir halt auffällt, wir haben gar keine Werkstatt. So, weil braucht man 6 Ingenieure. Die kriegt man. Ah, dann kriegt man 5. Ja, das machen wir. Und darunter setzen wir dann die Gießerei. Ja, bisher wirklich noch kein Einsatz. Ist nicht so spektakulär, die Folge. Commander, wir haben einen neuen Kontakt. Viel größer als alles, was wir bisher kannten. Falls wir dieses Schiff angreifen, empfehle ich, unsere bestausgerüsteten Kampfjets einzusetzen. Wir sind dran. Mal schauen, was passiert. Die machen uns kalt. Haben Orientierung verloren. Das ist mies. Ja, da haben wir leider nur einen. Kontakt entdeckt. Ja. Und du? Da müssen wir noch einen zweiten hinschicken. Das machen wir auch direkt. Wie lange soll das dauern? 3 Tage. Na gut, dann ist das UFO weg. Schitte. Nein. Da war ja ein UFO gewesen. So ein ärgerlicher Mist. Ja, dann können wir diesen Satellitennexus herstellen. Das Signal von einem Team von Ingenieuren überwacht wird, kann jeder Satellitennexus die Signale von 4 XCOM-Satelliten empfangen. Verbundsbonus plus 1. Ja, schon nicht schlecht. Nehmen wir die UFO-Energiezellen. Wir müssen unbedingt das bessere Raumschiff erforschen. Moment. Fällt mir gerade noch was ein. Ah, da wäre das. Ob die davon betroffen sind, weiß ich nicht. Satellitenkontrollzentren haben maximale Kapazität erreicht. Weitere Zentren erforderlich. Müssen wir mal gucken, in der Einrichtung bauen. Ach, da wollte ich doch einen Satelliten bauen. Ja. Kann ich nicht. Aber bauen wir mal die Werkstatt auf hier drüben hin. Ärgerlich. Naja gut, aber jetzt kennen wir nochmal. Gießerei online. So, wollen wir uns auch mal anschauen. Zum ersten Mal in der Gießerei? Nicht gerade sehr hübsch. Aber für einige der interessanteren Projekte werden unsere Anpassungen hier unten sehr nützlich sein. Also, hier kann man auf jeden Fall so ein paar Sachen bauen. Ja, ein Schiff zum Beispiel, das habe ich nie benutzt. Oder bessere Verbesserung der Pistolen. Oder Tarnsatelliten. Ein Scope. Was war das? Die Verstärkung und Anforderungen für die taktische Flexibilität haben uns dazu gebracht, taktische Trage- und Befestigungssysteme zu entwickeln. Jawohl, das ist nicht schlecht. Das heißt, da können Sie 2 Gegenstände mitnehmen. Das machen wir. Ich sage den Teams in der Gießerei Bescheid. Sie können den Fortschritt in der Projektwarteschlange von der Technikabteilung aus verfolgen. Ja, das wissen wir doch.
Jetzt brauchen wir aber wieder eine neue Aufgabe. Commander, hier ist eine Übertragung vom Rat. Höchste Prioritätsstufe. Unsere Quellen melden einen Zwischenfall in Neufundland an der Küste oberhalb von St. John. Ein Fischerdorf gibt keinerlei Lebenszeichen mehr von sich. Geheimdienstinformationen deuten darauf hin, dass Außerirdische die Hand im Spiel hatten. Wir sollten ein Team hinschicken und nachsehen, was da los ist. Belohnung, wenn wir das schaffen, die Panik wird verringert. Wir gehen so davon aus, dass Sie diese Angelegenheit vertraulich behandeln. So, da sie ja noch nicht fertig ist, muss man... Moment, Größer befördern? Ja, verbesserte Feuerkontrolle. Schüsse durch Feldposten haben keinen Abzug mehr bei der Zielgenauigkeit. Oder Bonus von 15 Verteilung während auf Feldposten. Sergeant, zielen auf Schwachpunkt, bringt 2 Bonusschaden gegen Ziele, deren Schwachstellen durch eine Autopsie bereits bekannt sind. Oder wenn der Mech einen Treffer einstecken muss, verursacht jeder weitere 2 Runden lang weniger Schaden. Ist so nicht verkehrt. Unterleutnant, verleiht die Aktivierung für den Rest der Runde die Fähigkeit, in normaler, unerreichbaren Höhe zu springen. Bei Aktivierung wird der Mech zu einem vollen Deckungselement, bewegt sich oder feuert er eine Armwaffe ab. Kehrt zurück zur normalen Haltung. Nimm mal das hier. So, Leute. Wir können mit dem erstmal so nichts anfangen. Deswegen entfernen wir den. Ich möchte auch mal ein bisschen die anderen leveln. Deswegen wird es in dieser Folge auch mal einen Bladdick treffen. Der mal eine Runde Pause macht. Auch unser Doc, der extrem zockt, wird mal eine kleine Pause bekommen. Nein. Auch Best Noob kann man aber mitnehmen, oder? Nee, komm, lass mal auch mal zu Hause. Wir wollen mal eine Einheit nehmen, die einfach aus der zweiten Reihe stattfindet. Wie zum Beispiel Julie. Wie zum Beispiel... Stacy Evans war schon mal dabei. Immer schwer, Sturm, immer schwer. Einfach mal gucken, was wir noch so haben. Ping Wang nehmen wir mal mit. Und Hannah Johansson. Einfach mal so, dass wir mal auf jeden Fall die ein bisschen gelevelt bekommen. Ach, ich hätte mal die Ausrüstung austauschen sollen. Moment, das ändern wir. Das kann man ja auch hier bearbeiten. Moment, Bewaffnung. So. So, das kommt auch da raus. So. So, dann haben wir das. Ah, und die wollen wir mitnehmen. Ja, sieht schon mal gut aus. Da hatten wir ja. Was hatten wir da eben gehabt? Keine Ahnung hier. Da, Leroy. Hallo, Leroy, Lebra. Das dauert natürlich noch ein bisschen. So, dann nehmen wir einmal die Waffe, einmal die, einmal das. Wollen wir nicht. Wir wollen ja dieses Mal mal eine ganz andere Truppe mitnehmen. Aber ihn wollen wir mitnehmen. Ja, damit er besser treffen kann.
Einfach mal um zu gucken, dass wir dann auf jeden Fall auch mal die Chance haben. Falls mal einer länger ausfällt, vielleicht noch mal einen neuen Sturmsoldaten zu bekommen. Nimm mal einen Pulsbogen mit. Ja. Gucken wir mal rüber. Das sollte ja so passen. Ja. Also, auf geht's. Bereit machen zum Einsatz, Strike One. Das Einsatzgebiet dieser Operation liegt in Kanada. So. Untersuchen Sie das Schlachtfeld, identifizieren und eliminieren Sie jeglichen Widerstand. Das ist doch gar kein Problem. Also Ratseinsätze sind ja meistens immer locker schaffbar. Commander, wir sollen verdächtige Aktivitäten in der Nähe eines Fischerdorfes auf Neufundland untersuchen. Ein von der dortigen Regierung entsandtes Rettungsteam ging gerade einem Notruf nach, als der Kontakt abbrach. Zum Schiff, zum Dorf und zum Rettungsteam selbst. Strike One muss dorthin und das Gebiet sichern. Mal sehen, was dort los ist. Neues Ziel erhalten. So, was jetzt in dieser Folge hier passiert, werden wir dann in der nächsten Folge sehen. Und wenn euch dieses Hin und Her mit der Einrichtung bauen und so weiter trotzdem gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen oder einen Kommentar vielleicht freuen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also, haut rein!